Okay, also auf die nächsten beiden freue ich mich besonders. Ich weiß nicht, wer jetzt weiß, wer jetzt kommen wird. Es ist Oh April. Gibt es ein paar Fans schon hier? Habe ich heute Morgen schon gehört. Sehr cool. Die haben es geschafft, 60.000 Follower in 24 Stunden. What the fuck? Ich habe meistens so minus 8 in 24 Stunden. Das ist, wenn ich was poste. So. Also, Oh April, eine Klamottenmarke, innerhalb von wenigen Tagen so erfolgreich. Wie macht man das? Durch Influencer. Bitte begrüßen Sie mit mir Carmen Kroll und Julia Zwingenberg von Oh April. Let's give them a big round of applause. Woo! Very good. Hallo. Hallo. Hi. Ein Klicker für euch. Vielen Dank. Sehr schön. Hallo, ihr Lieben. Wow. Wahnsinn, oh mein Gott. So viele Menschen. Genau. Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt. Das wird man wahrscheinlich an unserer zittrigen Stimme merken. Wir sind Julia und ich bin Carmen. Wir haben Oh April gegründet, ein Modelabel. Richtig. Und ja, ich bin es eigentlich gewohnt, vor weitaus mehr Leuten zu sprechen in meiner Story, aber es ist doch was ganz anderes, euch alle hier so live zu sehen. Genau, und eine kleine Anekdote zum Anfang. Letztes Jahr standen wir genau vor dieser Bühne und haben gesagt, boah, wie cool wär's, wenn wir eines Tages mal draufstehen. Und jetzt ein Jahr später ist der Traum schon Realität geworden. Also Verrückt. Wir sind super dankbar. Genau. Ja, und worüber wir heute mit euch sprechen wollen, das sagt euch Julia. Genau. Erstmal, wer oder was ist Oh April überhaupt? Carmen und ich haben unser Unternehmen selbst finanziert, Mitte 2017 gegründet und haben unseren Online-Shop dann im Juni 2018 gelauncht. Was machen wir? Wir machen Fashion für Frauen. Wir produzieren qualitativ hochwertige Basics und immer neue Kollektionsteile dazu. Wir tragen natürlich heute auch unser eigenes Label, ist ja klar. Unser Mission Statement lautet In Girls We Trust. Und warum In Girls We Trust und warum Oh April? Ja, denn der April, der macht, was er will. Und das wollten Carmen und ich auch machen. Und haben unsere Träume gelebt und unser eigenes Fashion-Label gegründet. Und wir wollten halt Fashion mit einem Mehrwert machen. Wir wollten eine Message rüberbringen und deswegen in Girls We Trust, weil wir finden, Frauen müssen Frauen supporten und das tun wir auch jeden Tag. Genau, jetzt interessiert viele bestimmt auch, wie produzieren wir? Wir designen natürlich in Deutschland und produzieren in Portugal zurzeit. Wir haben wirklich lange und intensiv nach einer guten Produktionsstätte gesucht und sind dann am Ende in Portugal überzeugt gewesen. Nicht nur aufgrund der Qualität, sondern auch aufgrund kurzer Wege in Europa, weil wir können selber sehr oft vor Ort sein und unsere Produktion betreuen. Wir wollten auch keine Wegwerfteile produzieren, also wirklich Lieblingsteile, die zu Staples in eurem Kleiderschrank werden und die ihr wirklich immer wieder rausholt und immer wieder tragen wollt. Genau, und die einen oder anderen werden sich jetzt fragen, warum Julia und ich. Ich sage immer so schön, wir sind ein Perfect Match und wir haben uns ganz ohne Tinder kennengelernt, nämlich über unsere Männer, die auch im Publikum sitzen hoffentlich. Genau, und... Hallo. Julia ist studierte Modedesignerin und hatte auch schon vor der Gründung unseres Unternehmens ganz tolle Jobs als Stylistin mit vielen namhaften Kunden. Und ich habe Germanistik studiert. Ich habe schon während des Studiums ja so die Liebe zum Schreiben entdeckt, meinen Blog gelauncht und auch meinen eigenen Instagram-Kanal Kamuschka gegründet. Und um Oh April zu verstehen, müssten wir noch ein bisschen weiter über mich reden. Ich hoffe, das genau. ist okay. Natürlich. So, das sind hauptsächlich die Kanäle, über die ich arbeite. Ich habe einen eigenen Blog mit dem Hauptschwerpunkt natürlich Fashion und ganz viele andere Lifestyle-Themen, aber auch Selbstverwirklichungsthemen. Einer der jüngsten Beiträge ist Glück ist kein Zufall und Erfolg auch nicht. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und mein Instagram-Kanal ist eine Art Tagebuch. Ich versuche immer, die Leute in mein Privatleben mitzunehmen, aber auch in den Arbeitsalltag. Das heißt, wenn ich bei Oh April arbeite, generiere ich natürlich auch Content für unseren Oh April-Kanal. Genau. Und ihr seht hier ein Bild von mir, das ist erst kürzlich entstanden. Da wurde ich von meiner Community
nominiert bei den About You Awards in der Kategorie Style. Und ja, da trage ich den Heartbreaker-Look von uns. Leider schon ausverkauft. Aber hoffentlich kommt er noch nach. Genau. So, und dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die Materie. Ein paar Insights für euch. Ich ziehe mich im Grunde gerade hier aus für euch. Das sind all meine Daten. Zum Launch von O'April hat sich knapp 300.000 Follower. Heute sind es 200.000 mehr. Ich habe vorgestern die 500.000 geknackt. Mag aber daran liegen, weil ich am Samstag geheiratet habe. Und wer sich fragt, wie wird man erfolgreich auf Instagram, heiratet oder kriegt Kinder, Leute. Genau. Um ein bisschen noch mal mehr in die Insights zu gehen, 61% meiner Follower sind aus Deutschland, mit Schweiz und Österreich sind es noch mal deutlich mehr. Und 78% sind weibliche Follower. Ich frage mich jeden Tag, was die Männer auf meinem Kanal zu suchen haben, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und das spielt uns natürlich in die Karten bei O'April, weil wir ausschließlich Mode für Frauen machen. Genau. Ja, und die Zielgruppe, das Alter 18 bis 35 ist die größte Zielgruppe bei mir auf Kamuschka, was natürlich auch super ist, weil wir uns demnach orientieren konnten, was für Teile wir machen und was die Leute in diesem Alter wohl am liebsten tragen. Genau. Jetzt kommen wir zur spannendsten Frage, warum ihr wahrscheinlich alle hier sitzt. Ja, und wie haben wir es dann eigentlich geschafft, innerhalb von 24 Stunden auf unserem Brand-Kanal wirklich 60.000 Follower zu erreichen? Und auf diese Frage gibt es natürlich nicht nur eine Antwort, sondern es war schon eine Reise. Und wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit und zeigen euch die verschiedenen Etappen. Und es fing alles an, an einem Tag, als wir was ganz Spezielles gemacht haben, beziehungsweise Carmen was ganz Spezielles gemacht hat. Das zeigt sie euch jetzt. Genau, wir haben den 10. Juni 2018 und ich habe mal etwas ganz Außergewöhnliches auf meinem Kanal gemacht. Ich mache seit 3 Jahren Daily Stories. Jeden Tag erwarten die Leute eine Story von mir, verfolgen meinen Alltag und an dem Tag habe ich einfach mal nichts gemacht. Ich habe mit nichts im Grunde den Account angeteasert. Beziehungsweise hier wusste noch nie, ich zeige euch erstmal, ich spiele es kurz ab. Kein Ton, aber okay. Kein Ton, aber kein Ton. Oh, okay. Genau, also diesen Teaser habe ich veröffentlicht. Niemand wusste, worum geht es. Keiner wusste, wie wir heißen, was wir machen. Aber jeder wusste, um 20 Uhr wird irgendetwas kommen. Und das ist dann auch passiert. Um 20 Uhr habe ich dann folgende Story veröffentlicht. Da sah ich ganz komisch aus. Es erwartet euch auch jetzt schon in der Könnt ihr den Ton entscheiden, wenn das erste geht? Teil, was wir euch zeigen. Und jeden Tag werden wir dort auch ein neues vorstellen, bis es dann endlich online geht. Ach Gott, ich bin so aufgeregt. Wenn ihr natürlich die Ersten sein wollt, die erfahren, wann es online geht oder wann das Teil, was euch gefällt, online sein wird, dann dürft ihr euch auch schon super gerne für den Newsletter eintragen. Da bekommt ihr alle Infos. Es wird Events geben, die wir mit euch gemeinsam planen werden, wo wir euch treffen und kennenlernen werden. Es wird ganz viel Cooles geben und ja, zu viel mag man natürlich jetzt noch nicht verraten, aber lasst euch überraschen. Und jetzt, ihr Lieben, ganz schnell rüber zu O'April. Da gibt es dann noch ein bisschen mehr Infos und wir freuen uns auf euch. Genau, also ich habe die ganze Zeit, den ganzen Tag, die Leute waren heiß, die hatten Bock, die wollten wissen, was ist los, was passiert um 20 Uhr. Und da habe ich eben gesagt, hey, wir haben ein Modelabel gegründet und das heißt O'April und checkt alle mal den Instagram-Kanal ab. Ja, und Julia, was ist dann auf unserem O'April-Kanal passiert? Genau, jetzt zeigen wir euch mal die Insights, was da wirklich nach einem Tag los war. Und dann war es tatsächlich so, dass wir 60.000 Follower nach 24 Stunden hatten, organisch gewachsen und wie man auch sieht, direkt die perfekte Zielgruppe für unser Label, nämlich 98% Frauen und die Alter, das ist vom Alter her natürlich auch sehr passend. Dann ging es sogar weiter, wir haben dann stetig nach 48 Stunden bis zu 75.000 Follower aufgebaut. Dann war es so, wir hatten von Anfang an super Story-Views, 30.000 Story-Views. Das heißt, wir konnten halt alle Social-Media-Marketing-Tools von Instagram sofort nutzen und loslegen. Swipe-Up-Funktion, Embedded-Content im Feed, was natürlich sehr wichtig war für unsere nächste Phase, die dann anstand. Und zwar 7 Tage Teasing-Phase, in der wir immer unsere Produkte vorgestellt haben. Aber da zeigt euch Carmen mal, wie sie das dann auf unserem Brand-Kanal umgesetzt hat.
Genau, vom 11. bis 17, zum 17. Juni startete die Teaserphase. Wir haben jeden Tag in unserer Story auf O April und nicht mehr auf meinem Kanal unsere Produkte vorgestellt. Einmal ein Beispiel für euch. Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für ein neues O April Teil. Und ich darf euch heute Alexandra vorstellen oder auch besser gesagt die Alex, nämlich unser O April T-Shirt. Genau, und zeitgleich ging auch immer noch Bild-Content online. Das heißt, wir hatten direkten Kontakt und direktes Feedback vom Kunden und haben, wie du gerade gesagt hast, natürlich die Swipe-Up-Funktion in der Story nutzen können und haben dadurch dann 15.000 Newsletter-Abonnenten generieren können. Genau, und dann kam der große Tag. Am 17. Juni 2018 haben wir dann unseren Online-Shop gelauncht und haben dann natürlich, wie versprochen, erstmal an unsere 15.000 Newsletter-Abonnenten die Good News rausgeschickt und sind dann kurze Zeit später natürlich wieder in Storytelling auf Instagram reingegangen. Wie sieht das Ganze jetzt in Zahlen aus? Was hat sich bei uns abgespielt im Shop in den ersten 24 Stunden? Und das waren zum Beispiel 71.000 Unique Visitors und knapp 300.000 Aufrufe der Seite. Wie man natürlich sehr gut sehen kann, 98% kamen über Mobile, das war uns natürlich vorher schon klar, also übers Handy. Deswegen haben wir unseren Online-Shop von Anfang an so aufgebaut, easy checkout mit Mobile Devices etc., damit das Shoppen halt wirklich einfach und schön abläuft. Und dann kam natürlich das Krasseste an dem Tag, ja, wo wir ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet haben. Wir waren komplett sold out nach 24 Stunden und das war schon ein super krasses Wahnsinn. Gefühl. Ja. Genau, und dann war natürlich die große Frage, okay, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Genau, wir wollten nämlich keine Eintagsfliege bleiben, wie ihr euch schon denken könnt. Und was haben wir eigentlich gemacht, dass wir heute hier stehen dürfen, Julia, und dass es O April noch gibt? Genau. Das war natürlich so, dass wir uns direkt in der Fashion-Branche auch positionieren wollten. Und da kam uns natürlich die Berlin Fashion Week dann zwei Wochen später sehr gelegen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen unser Label auch direkt offline erlebbar machen und haben ein Lounge-Event organisiert. Natürlich wussten wir auch, dass viele Influencer da sein werden, generell auf der Fashion Week. Und viele natürlich auch kamen, unterstützen wollten. Ganz getreu unser Motto, Girls Support Girls natürlich, kamen sehr viele vorbei, haben uns supportet. Wir hatten natürlich eine Million Media Reach an dem Tag, was aber auch sehr wichtig war. Wir haben von Anfang an mit befreundeten Brands zusammengearbeitet, die den gleichen Spirit mit O April teilen und haben so auch eine Unterstützung von Brandpartnern bekommen. Was auch noch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist bei O April, ist die Community. Ja. Wir lieben unsere Girls of April und wir haben direkt von Anfang an auch damit angefangen, unsere Community einzubinden in unser Label. Das heißt, am Lounge-Event in Berlin konnten schon 10 Girls of April teilnehmen, beim Gewinnspiel gewinnen und nach Berlin kommen und alles live miterleben. Wir spielen einmal kurz ein Beispiel. Genau. So, und wir sind angekommen bei dem Lounge-Event von O April. Total süß. Oh. Ich habe auch schon das T-Shirt an und sind angekommen. Und guck mal, wie ich hier schon treffe. Genau, aber dabei sollte es nicht bleiben, wie unser Label wirklich erlebbar wird für unsere Kunden. Ein großer Traum von Carmen und mir war es auch, einen eigenen Blog bei uns im Online-Shop zu launchen, um wirklich auch unsere Statements, unser Mission-Statement, besonders in Girls We Trust, mit Leben zu füllen. Und deswegen kam der Blog dann auch im November, haben das realisiert. Da geht es darum, wir interviewen starke Frauen, andere Gründerinnen, genau, spread the message natürlich dort, geben aber auch Fashion-Tipps. Das heißt, das ist wirklich ein großer Mehrwert bei uns. Was natürlich auch dazu führen sollte, dass die Verweildauer unserer Kundinnen bei uns im Online-Shop größer bzw. länger wird. Aber nicht nur im Online-Shop wollten wir die Verweildauer verlängern, sondern auch offline. Und da erzählt euch Carmen mal, was wir gemacht haben. Genau. Letzten Winter, Dezember 2018, haben wir einen Pop-Up-Store eröffnet in Köln. Und wir waren selbst, denke ich mal, oh, das läuft schon, Entschuldigung, ich schiebste im Hintergrund rum. Ich war total, oder wir waren super überrascht über die Massen an Menschen, die da waren. Ich glaube, bis 16 Uhr war die Schlange um die Ecke. Wir haben mit Pizza gefüttert, wir haben Smoothies verteilt. Ist das euer Ernst?
Ich glaube, ich habe es gleich. ja, es waren tatsächlich bis zu 1000 Besucher am Eröffnungstag da. Und das war natürlich super, das Feedback direkt zu bekommen. Die Leute konnten die Ware anfassen, uns Feedback geben, was dir ja auch beim Design immer genau, in die Karten also spielt. Was wirklich schön ist, das direkte Kundenfeedback im Store, offline zu erleben. Wirklich auch mal zu hören, wie fühlt sich das Teil an, wo zwickt's vielleicht, wo kann es noch ein bisschen optimiert werden, ist für mich natürlich wirklich Gold wert. Genau. Und das Allertollste an der Sache ist, es ist kein Pop-Up-Store geblieben, sondern uns gibt es bis heute noch. Ja. Geplant war ein Monat Pop-Up-Store, aber es gibt unseren Laden noch auf der Lindenstraße. Ihr könnt uns gerne mal besuchen, kommt vorbei, wenn ihr in Köln seid. Und das Tolle an dem Event oder an der Aktion oder dass die Leute immer zu uns kommen, ist natürlich, dass wir User-Generated Content bekommen und den auch vor April nutzen können. Genau. User-generated Content ist generell sehr, sehr wichtig für uns. Da wir natürlich so eine starke Community-Bindung haben und die auch weiterhin erzeugen wollen, haben wir quasi zwei Main-Hashtags, die wir immer benutzen. Und das ist einmal für unsere Community, Hashtag Girls of April und Hashtag in Girls We Trust. Hier sieht man ganz schön, wie viele tolle Bilder da entstehen und was für coole Styles aus unseren Produkten kreiert werden. Wirklich mega. Und wir reposten das dann auch bei uns im Feed oder in den Stories. Deswegen, das ist sehr wichtig für uns. Genau, kommen wir zum Fazit. Ja, es ist schon vorbei. Das ging schnell. Was können wir euch mitgeben? Habt genau. Mut. Genau. Ne? Gründet gerne auch mit Creatoren. Ich sage immer so ungerne Influencer, das hört sich an wie eine Krankheit. Aber habt den Mut und sucht euch jemanden, der zum Brand passt, der die gleiche Idee und Strategie verfolgen will. Ja, aber was ich sagen kann aus meiner Sicht nochmal ist, wirklich mit jemandem zu gründen, der andere Skills genau, hat. Genau, ja. Also das ist für mich einfach, wir lernen jeden Tag voneinander, weil wir aus ganz unterschiedlichen Metiers kommen, aber dadurch konnte halt überhaupt dieses Miracle quasi wahr werden, ja. Dass wir uns so gut supportet haben und aus so verschiedenen Metiers kamen, ja. Richtig. Und ich würde mit der Carmen natürlich auch immer wieder gründen. Oh. Dankeschön. Ja, das war's tatsächlich. Wir sind ja heute noch ein bisschen da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns aber auch gerne eine Mail. Wenn ihr Lust auf eine Kooperation habt, irgendwas, was wir mit O'April realisieren können, dann kommt auf uns zu, traut euch, wir beißen nicht. Dann vielen Dank, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Danke. Wuhu! Wir haben gar nicht getrunken.